Seid gegrüßt, Gaming-Freunde, für eine weitere Folge von Uncharted 4. Hier ist euer Don. Sam, sag, dass du das Kreuz hast. Der heilige Desmos ist hier bei mir. Sag hallo. Wir haben in ein Hornissennest gestoßen. Der Ballsaal ist abgeriegelt und die Security bereit. Victor, wo ist der Fluchtwagen? Kommt zur vorderen Einfahrt, den Scheinwerfer nach. Ich hol den Wagen. So, willkommen zum Kapitel 7. Und hier können wir nicht durch. Gehen wir hier rauf. Verdammt! So, jetzt gibt es noch ein kleines Tutorial. Typ. So, doch hier oben sind noch mehr. Ich denke, das wird unser nächstes Opfer sein. Und schon wieder habe ich Assassin's Creed Flashback. Sam? Un attimo. C'è qualcosa laggiù. Sì. Penso tu abbia ragione. Ehi, hey, trovato qualcosa? Falso allarme. Jungs, ihr habt nichts gesehen. Die Frage ist nun, wie komme ich dort rüber? Ja, das ist super, dass ich dorthin muss. Aspetta. Halt, halt, nicht schießen! Ich hab mich verlaufen! Ho visto qualcosa che si muoveva vicino alla torre. Devi farlo sapere a tutti, cazzo. Tieni gli occhi aperti. Schaut weg. Un attimo. Prima o poi ti troverò. È sparito. Perlustrate l'aria. Ein weiterer Versuch. Prima o poi ti troverò. Ah.
Und los geht's. Hier haben wir wieder die berüchtigten weißen Kanten. Die Frage ist, wohin muss ich jetzt? Nach oben und mich umschauen. Merda, se riescono a svignarsela, non ce la faranno. Li troveremo e li riempiremo di buchi. Ma sappiamo cosa fare. Resta concentrato. D'accordo. Hier kommt der zweite. War nicht Sinn und Zweck.
Alles gut. Niemand hat mich genau gesehen. Ich mache einfach auf cool und spaziere direkt hier raus. Ja, das denke ich wohl nicht. Sonst wäre es ja auch kein Uncharted-Spiel. Mal sehen, ob es hier noch Schätze gibt. Na dann wohl eher nicht. Oh, scusi. Sie dürften gar nicht hier sein. Oh, sie aber auch nicht. Ich sag Ihnen was. Ich sag's keinem, wenn Sie's keinem sagen. Sie haben etwas, das ich will. Und Sie werden es mir geben. Wirklich? Tja, das schmeichelt mir. Aber ich bin leider vergeben. Sehen Sie, wenn Sie mich jetzt entschuldigen. Ja! Oh. Ich bin nicht in Stimmung für Spielchen. Geben Sie mir das Kruzifix. Lady, Ihr Glück, dass ich ein Gentleman bin. Sonst würde ich. Was denn? Okay, gut. Aber wissen Sie, ich will das nicht tun. Na, dann zeigen Sie mal. Okay, Nate. Sind Sie immer so durchschaubar? Netter Versuch. Der war geschenkt. Für Sie. Schon wieder. Komm her. Jetzt her mit dem Artefakt. Wissen Sie, wie viele Artefakte ich schon gesammelt habe? Sie müssen sich genauer ausdrücken. Dann will ich das mal verdeutlichen. Das mag ich bezweifeln. Ich hab noch etwas Jetlag. Wie wär's mit... Haben Sie genug? Oder spielen Sie lieber weiter den Klugscheißer? Tja, wissen Sie, die Klugscheißer-Nummer hat mich weit gebracht. Warum aufhören? Wo ist es? Es wäre ja kein Uncharted-Spiel. Okay, ich bin am Wagen. Wo zum Teufel stecken wir? Ich habe deine Freundin Nadine Ross kennengelernt. Es ist entzückend. Also hier draußen herrscht totales Chaos. Versuchen es einzunehmen. Aber alle drehen durch. Ich will ja nicht drängeln, aber beeilt euch, verdammt. Nathan, wo steckst du? Gute Frage. Und du? Am Ballsaal. Such nach diesem runden Schild. Es liegt auf dem Weg. Rundes Schild, okay. Gute Nachricht. Ich habe eine Knarre. Bis gleich. Oh mein Gott. Okay, ich bin am Wagen. Wo zum Teufel steckt ihr? Ich habe deine Freundin Nadine Ross kennengelernt. Sie ist entzückend. Also hier draußen herrscht totales Chaos. Sie versuchen es einzudämmen. Aber alle drehen durch. Ich will ja nicht drängeln, aber beeilt euch, verdammt. Nathan, wo steckst du? Gute Frage. Und du? Am Ballsaal. Such nach diesem runden Schild. Es liegt auf dem Weg. Rundes Schild, okay. Die gute Nachricht. Ich habe eine Knarre. Bis gleich. Te lo giuro. Ho visto qualcuno che usciva dalla finestra della biblioteca. L'ho sentito, ma non sono riuscito a vederlo. Perlustrati i tetti. Qui, qui che io... Ich komme hier nicht wirklich weiter. So, ich probiere das mal hier rüber.
parte. Das hätten sie sicher gehört. Alles klar? Ja, ich häng nur so rum. Von hier aus komme ich nicht zu dir. Kommst du runter? Ja, glaub schon. Okay, wir treffen uns in der Einfahrt. Geh einfach Richtung Ballsaal. Okay, bis gleich. Okay, dann mal rauf. Oh mein Gott, Nathan. Nicht weit. Aspetta.
Oh, komm zu mir rüber. Cos'è stato? Ah, hier bist du. Non era niente. Das wird nichts, so nicht. Wenn ich direkt dorthin gehe, werde ich das schaffe ich wahrscheinlich nicht.
dass ich zum Ballsaal gehen muss, ist mir klar. Ah doch, das kann er jetzt doch. Okay, fast beim Ball sein. Nathan, die nageln mich fest! Du musst mir helfen! Ich komme, Sam. Alter Schwede, wie komme ich hier weiter? Mein Gott, wieso kommt keiner von euch zwei hier rüber? Gut, minus eins. Minus zwei. Macke. Oh, gut. Thank you.
Oh Mann! Hey. Was für ein Zufall. Hey, wie geht's? Ich glaube, ich habe genug von dieser Option. Oh ja, ich auch. Oh, God! Nathan!
Fuck. Dir. Sally, uns rennt die Zeit weg! Halt durch, Junge, ich bin fast da! Erledigt! Du musst da weg! Bin gleich da! Wenn du keinen Leichenwagen fährst, beeil dich! Scheiße, Nathan! Thank you.
festhalten. Dafür nicht in die Hölle. Mist. Was? Ist nichts drin. Was? Oh, du bist so ein Arschloch. Er ist dein Bruder. Okay, das Piratensymbol. Sehr gutes Zeichen. Das sind Averys Insignien. Was ist das? Odium mecum eris in paradiso. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das hat Jesus zu Dismas am Kreuz gesagt. Genau. Aber was sind das für Zahlen? Wofür haltet ihr die? Eine Art Code. Oder eine Telefonnummer. Kommt schon. Das sind Daten. Hier. 1659. In dem Jahr wurde Avery geboren. 1699. Lass mich raten. Sein Todesjahr. Den meisten Berichten nach ja, aber wir haben also ein Geburtsdatum, ein Todesdatum und das Paradies. Das heißt, wir suchen nach Averys Grab. In der Kathedrale des heiligen Dismas. Nun langsam. Dort hat Rafe doch schon ewig lange rumgesucht, oder? Ja, die Kathedrale. Seht ihr die Symbole? Ja. Die findet man auf alten schottischen Grabsteinen. Okay, jetzt seht her. Der Grundriss des Orts ist sehr ungewöhnlich. Hier ist die Kathedrale, aber der Friedhof ist ganz hier drüben. Rafe hat sich die falsche Stelle vorgenommen. Genau. Leute, wir müssen nach Schottland. Okay, halt. Moment mal. Euch ist doch klar, dass Rafe weiß, dass ihr kommt. Ja, darum kümmern wir uns, wenn wir da sind. Dieser Psycho wartet doch nur darauf, dass ihr auftaucht. Und er hat Nadine und ihre gesamte Armee hinter sich. Ja, aber das hier hat er nicht. Der größte Piratenschatz aller Zeiten ist zum Greifen nah. Ich dachte, es ging darum, Sam zu retten. Wollen wir. Aber komm schon, wir wollen doch beides, stimmt's? Wir brauchen den Schatz, damit wir Sam retten können. Ja. Wie findet Elena das alles eigentlich? Ach, je, Junge. Das ist nicht so einfach. Nach allem, was ihr zwei durchgemacht habt. Sie würde es nicht verstehen. Du traust ihr einfach nicht genug zu. Ich kann das Risiko nicht eingehen. Nathan hat recht. Die Dinge liegen jetzt anders. Rafe ist involviert und ich krieg das allein hin, ehrlich. Super. Tja, danke für den Rat, ihr zwei Experten. Entschuldigt mich. Hey. Was geht dir durch den Kopf, mein Lieber? Hör zu, mir ist klar, dass es nicht leicht war. Die ganzen Jahre. Tut mir leid, was dir zugestoßen ist. Aber das ist nicht seine Schuld. Das habe ich auch nie gesagt. Er hat lange gebraucht, um da rauszukommen. Ich zwinge ihn nicht dazu. Er wollte es. Er ist für dieses Leben geschaffen. Glaubst du das wirklich? Warum bist du hier, Victor? Weil irgendjemand auf ihn aufpassen muss. Nein, wir sehen uns dann in ein paar Wochen. Ja, mach ich. Okay, ich liebe dich auch. Bis dann. Ja, ich habe ihr gesagt, dass der Job ein bisschen länger dauert als erwartet, was ja auch stimmt. Okay? Na komm, was meinst du? Sam braucht immer noch unsere Hilfe. Naja, ich habe gehört, das Wetter soll in Schottland um diese Jahreszeit ganz toll sein. Tja, Rafe will's wirklich wissen, ne? Die konzentrieren sich nur auf die Kathedrale, das ist gut. Denn so sind wir auf dem Friedhof ganz ungestört. Sully. Ja? Hey, pass auf, wir können loslegen. Okay, Kleiner.
Waldmanns Heil. Letzte Chance mitzukommen. Naja, wenn du keinen Aufzug für mich hast, passe ich lieber. Okay, dann bis später. Hey, Nate. Ja. Also, bring mir was Schönes Glänzendes mit, ja? Das habe ich vor. Gut. Dann besuchen wir mal Captain Avery, ja? Und somit hätten wir nun auch Kapitel 7 abgeschlossen. Irgendwie nicht.